Mit Schniat, 1-1 bei Viktoria Köln. Würden Sie sagen, es war ein glücklicher Punkt? Ja, sowohl als auch. Also ich glaube, wenn wir, ja, wir haben das Tor eigentlich bekommen in der Phase, wo wir relativ gut waren, durch einen Fehlpass im Spielaufbau. Hätten, glaube ich, eine Torchance einleiten können, haben im Gegenzug das Tor bekommen, dann sind wir hinterhergelaufen. Aber was ich halt gesehen habe, ist das, was ich von meiner Mannschaft erwarte, nie aufgesteckt, immer weiter Gas gegeben. Und dann ja, haben wir uns immer wieder Torchance über den Flügel kreiert. Und dann waren wir auch erfolgreich. Und ich glaube, wenn der Elfmeter gekommen wäre, hätte es vielleicht auch in die andere Richtung ausschlagen können. Wir hätten raus noch eine Torchance gehabt über Saranga an der See. Dann wären wir auf jeden Fall ein glücklicher Sieger gewesen, hätte ich auch genommen. Aber so nehmen wir den Punkt mit und müssen da weiter arbeiten. Viktoria ist eine starke Mannschaft, hat sie nicht nur im Pokal gezeigt, sondern auch in den bisherigen Spielen eine etablierte, gute Drittligamannschaft. Ihre Mannschaft hat gewollt, hat man gemerkt, aber es bis zum Dreifachwechsel fiel es ihr schwer, so richtig konkrete, klare Chancen zu erarbeiten. Ja genau, sehe ich absolut ähnlich. Klar, wir haben natürlich ein paar Umstellungen gemacht, sind dann auch viel besser ins Spiel gekommen in der zweiten Halbzeit und ich glaube, das war dann mehr oder weniger der Schlüssel dazu, dass wir halt auch im Ballbesitz mehr Torchancen kreiert haben. Ein Wort zum Neuzugang muss man fragen, sagen wir mal, man muss ihn jetzt nicht in den Himmel loben, er macht das Tor, das macht auch nicht jeder, dann köpft er noch einen Pfosten, dann hat er noch eine gute Chance, wo er querlegen will, was verständlich ist, weil er direkt vorm Torwart steht. Ja, da hat zumindest heute war er der Joker. Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, Schipnowski hatte das vor 2 Wochen gehabt und ich bleibe bei dem Thema, also wir als Mannschaft gewinnen, wir als Mannschaft siegen und verlieren und dabei belassen wir es, glaube ich. Frage noch zu Misuta. Mich hat ein bisschen überrascht, dass er nicht in der Anfangsformation stand. Hat das irgendwie taktische Gründe oder hat er nicht gut trainiert oder war angeschlagen? Nee, es war einfach nur taktisch gesehen, weil wir wollten ein bisschen mehr Stabilität auf der Sechser haben, das heißt einen klaren Sechser. Mit Tom Gerkens haben wir das gehabt. Mhm. Ich glaube, seine Leistung war auch echt richtig gut heute und war auch so ein Grundstein dafür, dass wir halt so aus dem Spiel mehr oder weniger Torchancen zugelassen haben. Was bringt dieser Punkt jetzt auch gerade für Sie, für die Mentalität der Mannschaft? 2 Wochen Pause jetzt, jetzt haben Sie 3 mehr Spieler auch als Alternativen. Was bringt das? Ja, ich glaube, wenn wir jetzt dann beim nächsten Spiel gegen Freiburg punkten würden, dann hätten wir 3 Spiele hintereinander ohne Niederlage. Und ich glaube, ja, das muss der Ansatz sein. Jetzt haben wir natürlich die freie Zeit, was die Spieler angeht. Wir trainieren natürlich weiter, klar. Können weiter an den Abläufen arbeiten. Und ich glaube, jetzt ist der Kader halt voll. Das heißt, da passiert nichts mehr. Und wir können halt noch weiter mit arbeiten. Okay, danke mit Schniat. Danke auch.